Hallo, seid gegrüßt, hier ist wieder Bernd von Saxbreak, hier von eurem Saxophon-Channel auf YouTube. Ich wurde von euch gefragt, was ist überhaupt Jazzphrasierung und wie spielt man die? Und das möchte ich euch heute mal ganz einfach erklären, also so ganz allgemein. Natürlich sind das noch viele weitere Sachen, die wichtig sind, damit es nach Jazz klingt, wenn ihr so eine Linie spielt, eine Melodielinie. Da passiert ganz viel mit Dynamik, laut, leise und mit verschluckten Tönen. Und es kommt immer darauf an, wo stoße ich an und wo binde ich die Töne. Ja, das ist ganz viel. Das ist im Prinzip wie eine Sprache. Wenn ihr sprecht und ihr artikuliert gut, also ihr benutzt eure Zunge zum Reden, dann versteht man euch sehr gut. Ne? Und ich kann natürlich auch beim Reden kann ich ganz viel verschiedene Sachen machen. Ich kann Sachen betonen. Jetzt betone ich ein Wort und dann bin ich ein bisschen leiser. Und dann kann ich auch wieder laut reden. Ne? Und das passiert in der Melodielinie eben auch, in der Klassik, im Jazz. Und das ist wie so eine Sprache. Je nachdem, wie man das spielt oder wie man das phrasiert, dann klingt es eben mehr nach Jazz oder mehr nach Bossa Nova oder irgendwas. Ne? Das ist so eine stilistische Sache. Und ich zeige euch heute mal ein ganz einfaches Beispiel, ein generelles Beispiel, was Jazzphrasierung ist. Natürlich ist es sehr verallgemeinert. Jazzphrasierung ist viel, viel mehr. Aber das, was ich euch hier zeige, ist so ein... Ja, das sind so die Basics von Jazzphrasierung. Also wenn ihr das mit zum Beispiel, jetzt zeige ich euch gleich ein Beispiel, mit einer Tonleiter übt, dann habt ihr schon mal so eine Grundlage für Jazzphrasierung. Ich nehme mal als Beispiel Tonleiter, nehme ich mal eine G-Dur-Tonleiter. Das ist die Tonleiter mit einem Kreuz drin, mit dem Fis. Kennt ihr wahrscheinlich schon. Jetzt muss ich mich bestimmt erstmal einspielen. Wenn ihr die Tonleiter spielt, dann könntet ihr erstmal ganz normal spielen. Das bedeutet, ihr spielt die nach oben. Wir spielen jetzt mal nur nach oben. Und ihr stoßt jeden Ton gleich laut an. Ja, ihr stoßt jeden Ton an und immer gleich laut. So, das wäre jetzt so die normale Art, wie man eine Tonleiter üben kann. Und jetzt machen wir das mal anders. Jetzt stoßen wir nicht jeden Ton an, sondern nur jeden zweiten. Und zwar fangen wir erstmal an, wir machen das untypisch Jazzphrasierung, beziehungsweise ist jetzt keine Jazzphrasierung. Wir fangen mit dem ersten Ton an, den stoßen wir an und den nächsten Ton, den binden wir. Also immer zwei Töne zusammengebunden. Den dritten Ton stoßen wir wieder an und den vierten Ton, den binden wir wieder. Binden heißt, wir greifen nur. Also die Zunge macht nichts. Beim Anstoßen geht die Zunge vor ans Blatt, ta, und beim nächsten Ton bei der Bindung, da mache ich mit der Zunge nichts, also ich greife nur auf den nächsten Ton. Das klingt dann so. Ich mache das mal nur mit fünf Tönen. Also die fünf Töne, normal gespielt, jeden Ton angestoßen, klingt so. Und jetzt stoße ich nur den ersten, den dritten und den fünften an oder so. Mach das mal mit der ganzen Tonleiter. Wenn ich jetzt zähle. 3, 4. Ja, dann habt ihr phrasiert, wenn man das sagen würde, macht ihr immer ta ha ta ha ta ha. Und es ist jetzt erstmal gar nicht wichtig, ob ihr Swing-Achtel spielt oder gerade Achtel. Im Swing spielt man da sind die Achtel unterschiedlich lang. Die erste Achtel ist immer länger als die zweite und so. Das ist erstmal egal, es geht nur um die Phrasierung. Und die Jazzer, die machen genau diese Phrasierung, aber andersrum. Also sie stoßen nicht auf dem ersten Ton an, sondern auf dem zweiten Ton und binden wieder zurück auf den dritten. Das ist ein bisschen kompliziert. Das klingt jetzt erstmal auch kompliziert. Wenn ich das so hier in die Kamera reinspreche, merke ich, wie kompliziert das klingt. Ich mache das mal. Also die erste, die ich gerade phrasiert habe, die klang so. Und die Jazzer machen es andersrum. Die machen das so. Und wenn man das jetzt ein bisschen schneller spielt, mit dieser Phrasierung, mit dieser Jazz-Phrasierung, dann hört sich das auch gleich nach Swing an. Obwohl ich die einzelnen Achtel gar nicht unterschiedlich lang spiele. Ne? Die sind alle gleich lang. Normalerweise sind Swing-Achtel ja unterschiedlich. Erste Achtel ist immer ein bisschen länger als die zweite.
ist ja so eine triolische Rhythmik. Das mache ich jetzt gar nicht, aber ich spiele diese Rhythmik, diese Phrasierung, wie ich es eben gezeigt habe, und ich mache es ein bisschen schneller und dann hört ihr direkt, dass es nach Swing klingt. Ich mache das mal. 1, 2, 3, 4. Na, noch ein bisschen schneller. 1, 2, 3, 4. Und so könnt ihr zum Beispiel eure Tonleitern auch üben. Na, ihr könnt die von der Phrasierung her üben. 1, 2, 3, 4, ta, 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 ta. Also ihr stoßt den ersten Ton an, dann den zweiten Ton der Tonleiter und dann bindet ihr ab dem zweiten Ton angestoßen auf den nächsten rüber, auf den dritten, der vierte Ton wird wieder angestoßen, dann bindet ihr auf den fünften rüber, also einfach versetzt, nicht vom ersten Ton der Tonleiter an gestoßen und gebunden, sondern vom zweiten Ton der Tonleiter an gestoßen und gebunden. Und dann immer Zweiergrüppchen mit Noten, ne? Oder mit Tönen. Gut, und dann ist es auch noch wichtig, dass ihr natürlich unterschiedlich betont. Die angestoßenen Töne sind natürlich, weil sie angestoßen sind, immer ein bisschen stärker. Die sind betonter. Und so klingt das. Das kann man natürlich auch übertreiben. Ich mache das mal richtig übertrieben, dass man den gestoßenen richtig laut hört und den gebundenen fast gar nicht. Ne? Ich mache das mal. 1, 2, 3, 4. Ja, ist ein bisschen künstlich jetzt. So spielt eigentlich keiner. Aber das ist so eine Grundlage für Swing-Phrasierung. Gut, jetzt wisst ihr Bescheid. Probiert das mal, wenn ihr übt. Also bringt ein bisschen Abwechslung in eure Tonleiterübungen rein. Könnt ihr einfach ein bisschen mit Phrasierung rumexperimentieren. Und dann wird es nicht so langweilig. Genau. Viel Spaß beim Üben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann würde mich natürlich eine positive Bewertung freuen. Ihr könnt diesen Channel abonnieren. Dann bekommt ihr immer das neueste Video. Vielleicht morgen gibt es das nächste Video. Muss ich mir noch überlegen. Und ansonsten sagt es gern weiter, schickt das Video ein bisschen rum, wenn es euch gefällt. Wenn ihr jemanden kennt, der gern Saxophon lernen möchte, dann schickt gern das Video ein bisschen weiter an die. Und ja, viel Spaß beim Üben. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, euer Bernd. Ciao, ciao.